Ganz Österreich ist mit Strom versorgt. Ganz Österreich? Nein. Ein unbeugsamer Bauer aus Schörgern leistet den Stromkonzernen Widerstand. Ein junger Ocker-Mitarbeiter hat den Auftrag erhalten, diesem Missstand ein Ende zu setzen. Herr Schwendner! Wer bist denn du? Suchst du da auf meinen Grund? Ha? Grüß Gott. Köstlinger, der Name. Ja und? Alfred Köstlinger, ich sehe, Sie haben da ein wunderschönes Haus, ja, aber anscheinend keinen Strom und deswegen, ich hätte gleich ein Formular dabei. Nein, einen Strom brauche ich nicht. Ich habe mein Laptop keinen Strom gehabt. Brauche ich jetzt auch keinen. Und jetzt verschwind von meinem Grund. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich suche und suche und finde keine Weiber, Leute. Ich traue mir es einfach nicht anreden, weißt du? Früher, Betsy, bis du noch da warst, hast mir du übergeholfen, gell? Aber allein traue ich mich einfach nicht. Na ja. Weißt du, was heute gewesen ist? Heute ist einer gekommen, wollt mir einen Strom antragen. Das glaubst du nicht. Und ihr wisst es, ich brauch doch keine Stromfirma. Sag einmal, was für ein Drecksau ist da unten? Jetzt sagt er mir nicht. Gibt's doch, jetzt bist du alle noch da, und du Blätter. Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Herr Schwendner. Siehst denn? Ich glaube, wir haben uns vorhin ein bisschen missverstanden. Ja, missverstanden, nichts missverstanden. Ich will deinen Scheiß drum nicht. Ich pack das zusammen und geh heim, verschwind! Und komm nicht mehr! Aber, Herr Schwendner! Nein, was glaubst du, was du da tust? Ich hab gesagt, du sollst verschwinden! Verschwind! Ich brauch deinen Strom nicht! Jetzt seien Sie so deppert! Jeder Mensch braucht Strom! Aber ich nicht! Ich brauch keinen Scheiß Strom, verstehst? Ich bin gespannt, wann der nächste kommt.